Jo, Leute, weiter geht's heute mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig und jo, wie gesagt, Hinspiel war 6-0. Letztes Spiel das 3-1 in Bochum. Genau, Morgalla, jetzt wechselt er weg. Genau, wollte gerade sagen. Der war noch nicht ganz durch, der Transfer. Jetzt darf er spielen, im letzten Spiel nochmal eingewechselt worden. Für wenige Sekunden. Jetzt darf er den Verein in Richtung Eindhoven verlassen. Und hofft, dass er da vielleicht noch mal ein bisschen neue Impulse kriegt. Ist das jetzt? Wen habe ich denn da jetzt geholt? Warte mal, überspringen wir das mal kurz. Galle Eindhoven? Hä? Warum? Sah das so aus? Wie auch immer. Egal. Wir übernehmen zwar 100% des Gehaltes, aber das ist ja meine Ehe, wo ich hab's auch. Wir haben erstmal unseren Abwehrspieler verliehen. Oh, jetzt geht's gegen jetzt werden die nächsten Mal wieder extrem wichtig. Jetzt geht's gegen RB im Heimspiel und dann die Bayern im Pokal. Jetzt haben wir für Paris, Club Brügge. Darf ich tauschen gegen den Member? Wird er nicht machen, oder? Ja, ich habe jetzt aber meinen zweiten den Verteidiger auch noch verliere. Nee, nee, machen wir nicht. Tut mir leid, Brügge. Das Angebot mache ich nicht. Behalte ich. So, okay, gehen wir rein gegen RB. Und dann Bayern und dann Gladbach. Also, die nächsten Spiele werden wichtig. Also, jetzt geht es erstmal auf jeden Fall um ein bisschen. Jetzt geht es um den Deadline Day. Ich gucke jetzt gerade, ob da nicht noch irgendwas passieren wird. Schlager nach hinten. Da wird jetzt, glaube ich, erstmal so viel nicht passieren. Oh, Fleckenwechsel nach Nottingham. Guck mal, Ulrich. Norwich City möchte Laurin Ulrich kaufen. Aber wenn ich den jetzt abgebe, ich werde mal verhandeln. Ich gebe auf 10 Millionen. Vielleicht werden sie bezahlen, die. Weil dann muss ich nochmal 9,6. Dann muss ich gucken, was ich hole. Nö. Mir schmecken die 10 Millionen besser. Ja, das ist nicht mein Problem. Ihr wollt ihn haben, ihr bezahlt die Kohle. Ansonsten ist die Sense im Schacht. So, hat nicht. Kein Bock. Behalte ich. Gehen wir weiter. Wir holen nach Porto. Achso, das sind Gerüchte. Oh, Immobile zurück nach Dortmund für ein Gerücht. Da wird nichts passieren mehr. Also zumindest nicht auf unserer Seite. Ich denke immer, wir sind so gut aufgestellt jetzt gerade. Embolo von Monaco nach Dings. Aber okay, passt. So, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal am wichtigen Spiel. Interesse an die Kettler. 80 Millionen. Ja, gut, Chelsea. Die Kohle können wir gar nicht mitgehen. Das war mal nur ein Gedankenspiel. Das wird nicht passieren. So, überspringen und Partie spielen. Ich mag jetzt gerade keine Pressekonferenzen sehen. Ich will das Ding jetzt irgendwie. Ja, ich denke mal. Das war Teuchert mal von Beginn an ran. Er hat im letzten Spiel sehr gut gemacht, hat das sehr gut gemacht. Wird für Novoa heute spielen. Wie gesagt, Hinspiel 6 zu 0. Wenn wir heute gewinnen, wie gesagt, sind es 5 Punkte auf Platz 4, dann stehen wir plötzlich in den Champions League Plätzen da oben. So, gut, gehen wir mal ran ins Spiel.
Die Premiere, der erste Auftritt im neuen Trikot. Wird es ein Traumdebüt? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Am Mikrofon Heimspiel Bayreuth gegen RB. Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Oh, Aurelinho ist zurück. Na, wie gesagt, mal schauen, was passiert. Gehen wir rein ins Match. Teuchert neu in der Startelf für Novoa, der im letzten Spiel absolut blass geblieben ist. Und Teuchert hat er getroffen. Und Rote für Schelderup. Auch der ist blass geblieben im letzten Spiel. Deswegen... Ja. Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Mal. Das anders probieren. Und das ist das 1-0. Und das ist absolut richtig gemacht. 1-0 Bayreuth, Fünfte. Wozu? Wenn Aubameyang geht, hat man vielleicht eine Alternative vorne drin mit Cedric Teuchert. Der gerade mal nur 1,8 Millionen gekostet hat. Der war nicht so teuer. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke. Ja, dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf hin und tritt. Also, man macht's mit 1-0. Ja, Tor Nummer 2 in dieser Saison. Im zweiten Spiel. Man hat eine Alternative vorne drin. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Im Vorfeld dieser heutigen Begegnung wurde viel über Pierre-Emerick Aubameyang geredet. Denn er spielt mit dem Gedanken, die Karriere zu beenden. In seinem Alter wäre es keine Überraschung, aber es wäre ein herber Verlust für seinen Club. Völlig richtig. Also so ein Findest. Sehen wir hier so früh schon eine Karte. So, gelb erstmal für Dani Olmo. 9 Minuten erst gespielt. Denn das stellt sich vor Probleme. Man führt mit 1-0. RB scheint nervös zu sein. Im Duell eigentlich nicht erlauben. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. So, jetzt macht's Urs. So, Ulrich, okay, dann gehe ich da mal rein mit. Einige Optionen. Flanke erneut. Diesmal steht es aber richtig da hinten drin. Fans können erstmal durchatmen. Dani Olmo. Kusem Awa. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Oh! Da kommt der Schuss. Und das Stoppert. Ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Albiol. Ulrich. Aubameyang. Und dann ist es Eklas. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Da ist die Chance. 2-0. Und wieder treffen sie. 2-0. Jonas Sterners. Läuft zumindest besser als gegen Bochum. Wo man in der ersten Halbzeit so nichts auf die Reihe bekommen hat.
Und jetzt führt man nach einer genau etwas über 20 Minuten mit einem 2-0 gegen den Tabellenvierten. Stichwort Torwart-Ecke. Aber das ist schon sehr clever gemacht. Das ist ein ganz präziser Ball. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Spielstand 2-0. So. Im Moment läuft es natürlich für sie. So, Lehmann! Noch ist die Chance da! Was für ein Reflex! Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. So. Also, 27 Minuten rum. Man führt jetzt mit kommt die Ecke. 2-1. Den Ball hält der Torhüter fest. Und Noppert hat das Ding. Dach und Fach. Da ist aber gar keiner jetzt gerade mal auf seiner Seite. Kraus erstmal, Tom Kraus. Hussein Aouar. Na, aber ihr versucht jetzt gerade ein bisschen. Hussein Aouar. Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Ja. Geht einfach vorbei. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Jetzt können sie den Ball klären. Und ab die Flur. Ab die Boss war das jetzt gerade. Nicht ab. Ha. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Aber scheinbar mal. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Dani Olmo. Jetzt der Vorstoß. Da ist die Chance für Dani Olmo. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Kurze Ecke. Mit viel Zug in Richtung Mitte. Amadou Haidara. Freistoß. Ja, das gibt jedenfalls Geld. Die Schiedsrichterin natürlich richtig gesehen und ich glaube, dafür kann man fast auch eine Karte geben. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. So, erstmal Freistoß für RB. Die haben sich jetzt ein bisschen wieder drin gefangen. Also Laurin Ulrich auf jeden Fall mit der gelben Karte. Tolle Parade. Aber Andres Noppert. Da kam der Freistoß gar nicht schlecht, Wolf. Ja, das ist Pressing. Oh ja, RB. Press, Press, Press. Macht Druck. Geht mit Einwurf weiter. Angelino. Angelino. Ja, gut gemacht. Sterner. Pause. Björns, Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. So. Gut. Geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. So, auf geht's. Es geht weiter, Pause ist zu Ende. War keine gute erste Hälfte von Leipzig, zeigt der Spielstand auch deutlich. Jetzt muss eine Leistungssteigerung her. Ja, das ist auf jeden Fall. Wie es geht, hat Bayreuth gegen Bochum gezeigt, die in der zweiten Halbzeit deutlich besser waren drauf waren und es besser auf die Reihe bekommen haben. Zwar 0-1 hinten lang, aber dann haben sie das Spiel gedreht haben.
Dani Olmo. Jawohl. Hab ihn. Da verlieren sie den Ball. Teuchert. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind... Ach, das war viel zu fest. Unheimlich verdienter Spieler. Lässt er jetzt die Karriere so ein bisschen ausklingen? Nee, nee, da wird die Leistung weiter passen. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Ah, schön den Spielaufbau der Bayreuther gestoppt und dann ist es Staphylidis. Gutes Ding, Julian Fischer. Jetzt muss er, vor Gott, der muss den Moment warten, dass er. Das. Ball kommt in die Mitte. Ah, Teuchert. Nein, keine kommt nicht ran. Befreiung hier. Wichtig, er holt den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das ist wäre die Chance so einfach gewesen, aber weg ist der Ball. Schöner Ball. Platz ist er. Da haben sie zu viel Teuchert. Keine Gefahr. Ecke, oder? Nö, gar nichts. Ballgewinn RB haben sie sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Ibanez. Amadou Haidara. Sie holen sich den Ball. Schön gemacht. Staphylidis jetzt mal auf der rechten. Kriegt er den Fuß da besser rein oder besonders kontrolliert schon hier 3-0. Ja, starker Pass. Ball auf Olmo. Dani Olmo. Jetzt zieht er in die Mitte. Oh ja. Und Noppert. Was? Noppert hat das Ding ausgedeckt. Meter für RB. Warten wir mal ab, ob es dafür jetzt auch noch eine Karte gibt. Da jetzt auf der Karte gibt die Schiedsrichterin. Für diese Aktion. Gelb für Perry. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung. Ja, ich vermute, dass ich indirekt. Oh, Glück gehabt, dass es keine wieder war. Es gibt Freischuss für uns. Oh, scheinbar eine Verletzung, dass ich den da doch besser erwischt habe. Oder Ärger erwischt habe. An den Gesichtern der Abwehr, da haben sie riesen Glück gehabt. Es ist schon frustrierend. Sie haben Chance um Chance. So, das könnte nochmal. Entsprechend liegen sie hinten. Es ist zu wenig, was sie vor dem Tor zeigen. Das muss Freistoß geben. Freistoß Bayreuth. Ach, das ist viel zu simpel. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das war ein Ballverlust. Aber jetzt haben sie das mal. Zulässig. Ja, passt auf. Ja. Alaba. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Die machen das gut. Und jetzt wird kommen die Wechsel. Es werden wahrscheinlich einige geben. So, es wird. Jetzt kommt ein RB-Spieler auf jeden Fall mal rein. Mit Cliffish. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da noch einen Innenverteidiger bringe. Peters. Wird es als Innenverteidiger machen. Klar. Und Vanisek auf die rechte Seite. Das war da noch mal ein bisschen Wichs. Machen das clever. Zwei Tore Vorsprung haben sie sich erarbeitet, haben sie sich besser gesagt erspielt. Und das ist aus meiner Sicht eine wirklich verdiente Führung. Lang. Da muss er hin und holt sich den Ball. So, jetzt da. Ganz lange Weg von Vanisek. Ach man, der kriegt aber auch nicht durch zum Aubameyang. Jetzt können sie es machen. Cliffish. Kein Tor.
Da wäre es ja fast gewesen von einem RB-Spieler, Ex-RB-Spieler. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Stafilides. Nächster Mal. Also mein Fakt ist hier noch die 3 Punkte. Man ist 5 Punkte vor RB. Man hat beide Spiele gegen die Jungs gewonnen. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Und jetzt ist es durch. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute Ende. Aus. Heute haben sie wirklich alles richtig gemacht. Ein klarer Ligasieg am Ende, auch in dieser Höhe, durchaus verdient. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient. So. Ja. Gewonnen ist gewonnen. So, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben RB auch im zweiten Spiel geschlagen. Wir bleiben also vorne weg. Oh, wir haben Kick Berige verloren und Laurin Ulrich. Also zwei Stammspieler verloren mit der jeweils Gelbsperre. Ich weiß nicht, ob das die Liga ist oder ob es jetzt auch im DFB-Pokal zählt. Wie immer sei, wir haben das nächste Heimspiel gegen Bayern München, gegen den Liga-Primus. Da hoffe ich, dass wir vielleicht doch den Weg befinden in die nächste Runde. Das wäre dann das Viertelfinale, dann wären wir nämlich am Halbfinale. Wir sind, wie gesagt, die sind ja Vize. Und hoffen, dass wir es dann auf die Reihe bekommen. Wir sehen uns dann wieder morgen um 14 Uhr und dann geht's weiter mit dem Duell gegen die Münchner.